Herzlich willkommen zur neuen Videoreihe von Ökofan, Technik einfach erklärt. Heute zum Thema Pellets-Brennwerttechnik. Bei der Brennwerttechnik geht es darum, den Restwassergehalt eines Brennstoffs zu kondensieren und das passiert durch die Abkühlung der Abgase unter den Taupunkt. In unserem Fall natürlich geht es um Holzpellets, die eine Restfeuchte von 10% haben. Diese werden im Kessel verbrannt. Das Abgas durchläuft den Wärmetauscher und wird eben hier unter den Taupunkt abgekühlt und verlässt das Herdsystem mit einer Abgastemperatur von nur mehr 30 Grad. Dadurch ergeben sich ein paar technische Anforderungen an den Kessel. Wir haben eine Spülung des Wärmetauschers zusätzlich zur mechanischen Reinigung und das gesamte Kesselinnenleben ist aus Edelstahl gefertigt. Was bringt die Brennwerttechnik für den Kunden? Wir haben 107% Wirkungsgrad, das heißt 10-15% weniger Pelletsverbrauch und eine zusätzliche Reinigung des Abgases. In manchen Regionen werden Pelletsbrennwertkessel auch noch zusätzlich gefördert. Das war's schon wieder von mir. Ich freue mich auf euren Besuch auf unserem YouTube-Channel oder auf www.ökofan.com.